Finde ich gut, kriegt ein Like. Ich bin von meinem Haus Speed gefallen. Axt hier. Zack, 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 zack. Schaffe, 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 schaffe. Der haut deine Schafe mit der Axt. Nein, keine Schafe. Nein, Schaffe. nein, 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 aus, aus. Ich hab gewusst, das ist eine scheiß Idee, das nein. Von Feuerzeug in diesen die roten zweite Hand Steinen zu habe ich jetzt packen. ganz viel. Was hast du gemacht? Aida angezündet? Nee, nee. Was hast du gemacht? Aida Da wäre ich angezündet. schon am Rennen. Nee, wenn du aus Holz eine Treppe baust und Hallo, baust Treppe. und baust und baust, plötzlich hast du keine Treppen mehr und es macht Klick. Und deine Hörst Treppe brennt. im Hintergrund Timo mit seinen Minions. Bidu, 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 Ich glaub, dir wieder brennt. Mir wird's gefallen. Also nicht, dass ja ihr brennt, aber das mit den Minions finde ich toll. Oh, noch mehr Dem Lava. wird gefallen, wenn dir Aida brennt, habt ihr das gehört? Nee, das habe ich nicht gesagt. Aber du hast es Scroll zurück. betont nicht gesagt. Ja. Aha. Das heißt, ich fände es ganz doof, wenn die Aida brennen würde. Ich auch. Schon Du auffällig, wie auch? sehr du das jetzt Sind noch betonst. keine? Ja, sehr auffällig, ne? Wäre jetzt komisch, wenn die Aida plötzlich brennen würde. Oh, was ist denn das hier? Ein Feuerzeug. Gucken, was man damit machen Eben hat er noch Lava gehabt, der macht Rückschritte. kann. Nein, Lava kann man nicht transportieren. er versucht gerade lustig zu sein. Lass ihn. Du musst ihm auch die Chance geben. Genau. So. Mann. Besser so? Ja, es war vom Ansatz her gut. Danke. Warum ist denn Da hier. oben ist wieder Erde. Jetzt weiß ich, warum Könnte ich das mir mit jetzt meinen überlegen. Treppen nicht aufging, wenn hier eine auf dem Boden rumsteht, wo sie nicht Warum hingehört. ging es nicht auf? Was Ach, zu? Atme, weißt Ja, genau das hat es gewesen. Zirrup, zirrup, zirrup. du. 10 Pounds for Gryffindor! Warum ist eigentlich schon wieder Pounds? Nacht 10 oder ist Pfund? immer noch Nacht? Natürlich 10 Pfund, was soll das? Points! Ja, was soll er denn mit Points anfangen? Pfund, Pfund, wir sind im Brexit! Wir brauchen Bitcoins. Kohle! Wollen wir Bitcoins kaufen? Halleluja. Du hast jetzt eine Frau an deiner Seite. Versuche ihr mal zu erklären, dass du Bitcoins kaufen möchtest. Einer kostet momentan was? 800 Euro? Oh. Hättest du kaufen müssen, als einer 2 Euro gekostet Ja. hat. Persönlicher Rat von mir. Mach's beim nächsten Mal, solltest du noch meine Zeit zurückreisen. Ich hab's nicht gemacht, ich bereue es. Das ist jetzt halt eigentlich, na Also egal. ich könnte jetzt Dann eine tu's Axt doch. gebrauchen. So. Was könntest du? Eine Axt gebrauchen. Hä, du warst doch im Boden. Ich bin am Boden, ja, aber Bergbauen. jetzt ist es aus. Ich habe fertig geaxtet. Meine Äxte sind beide kaputt. Was brauchst du denn eine Axt? Pickaxe, Pickel. Ach, haben wir uns jetzt Oh. völlig umgestellt und verwirren die Gesellschaft. Der Adler braucht Pickel. Jetzt, wo er eine Freundin hat, hat er sich gedacht, jetzt will ich auch endlich mit der Pubertät anfangen. So hab ich das Ja. mit meiner Wampe gemacht. Ach ja, ich nenne ihn auch mal freundlichst Wampi. Fick mich. Aber ich hab's übertrieben. Meine Freundin hat mir schon klar gemacht, dass wenn ich abnehmen will, Erst ich jemand auch ein bisschen anrufen weniger muss. essen und ein So. bisschen mehr Bewegung machen. Und da habe ich gesagt, wir hatten gesagt, dass ich abnehmen will. Sie nur so. Das heißt, sie will mir Sex. Nein, das heißt, sie will, dass er abnimmt. Ach so. Richtig. Aber mit Seitdem habe ich Bewegung. schon abgenommen. Ja? Oh, wie nett von dir. Ja. Ich bin da sehr entgegenkommt. Aber wenn das eine Frau zu dir sagt, dann solltest du dir echt Gedanken machen. Spätestens dann weißt du, scheiße, ich bin echt zu dick. Und wenn Ja, ist du. doof, ich habe zuerst mal zu ihr gesagt, ich fühle mich zu dick und irgendwann hat sie mir halt recht gegeben. Was du auf jeden Fall nie entgegnen darfst, ist, guck dich doch mal Das wäre traurig. Dann sehe ich dem Kleid dick aus. Das Kleid hat doch nichts damit zu tun. Schieb's nicht immer aufs Kleid. Was mache ich jetzt? Habe ich heute gelesen, Victoria's Secret Birke macht klopfen. Victoria's Secret macht Tierversuche. Oh, so ein lustiges Eine Bild und Eisenaxt dran mit habe der ich noch, Katze ja. mit Jesus. Voll Was? gut. Tierversuche bei Victoria's Secret. Kann man hier hochschwimmen? Meine, die Katze tut mir irgendwo leid, aber das war eine Katze mit Jesus an. Nee, es ist wohl zu viel If I had a cat, gegen I Wasser. would put them in Jesus. Remix. Oh,
MC McRix. Wo geht's denn hier? Wo geht's denn ich hin? Hab auf Sand. Na, 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 na. Bin gespannt. Da kann so viel passieren, es kann so viel geschehen. Schalala, schalala, schalala. Hey, hey! Wollt auch mitmachen. Oh, ein Backbeat! Beat drops. Genau so droppt ein Beat. Ja, beim Timo schon. Ja, es gibt ja auch nur einen Beat, Atma. Beim Atma schon. Kann ja auch mal sein, dass mal ein anderer droppt. Nein. Der jetzt keine Zeit hat, der Beat. Da ist der Drop gelutscht. Ja, es war schon ein bisschen engagierter als beim Atmen. Da bin ich jetzt schon ein bisschen beruhigt. Deswegen habe ich auch wirklich mit beiden Händen ordentlich geklatscht und nicht die eine auf der Maus nur umgedreht und liegen lassen. Achso, ich dachte einfach gegen die Stirn gekloppt. Das klingt ja ähnlich. Dab, 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 Johnny. Nee, das klingt holer. Es hat so Flop mit drin. Achso, cool. Was? Geht irgendjemand Eisen holen? Mir geht nicht mehr das Eisen aus. Ich hab irgend so einem Trottel eben was gegeben. Bis jetzt hat sich's nicht gerechnet. Can't touch this. Du, 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 du. Rechnet sich nicht. Du, du, du. Schön! Ja, immer wieder. Das ist schön. Ja, dann ruf mal an. Im Livestream, oh. Stimmt, es geht ja jetzt wieder los. Es kommt wieder der Klassiker. Warte, Moment, ich muss kurz mal ein Handy zücken. Im Livestream. Geht die denn auf eine Zahlenmenge her? Ja, wenn es nicht reicht, wenn nichts passiert, hängst du halt einfach noch eine Zahl hinten dran. Irgendwie. Hallo, hier ist die Ruth! Geht mal einer. Ich hab ja kurz einen Moment überlegt. Und dann hat er sie geschrieben, die Zahl. Juhu! Ruf mal jetzt leider nicht, Atma. Ah, schade. Das macht der Atma so lange. Das macht er so lange, bis er wirklich weiß, dass der Timo immer treu doof anruft und dann sucht er sich irgendeine Nummer raus. Und ich da die Stelle, wie es vor allem sagt. Hey, wir sind hier gerade voll im Minecraft zocken, ihr Dudes und Dudin. Wir sind live auf YouPoop. YouPoop. Schön an der Stelle. Ist jetzt ein Prank und so, ne? Also braucht nicht vorbeikommen. Servus. Was ist das hier für eine Riesenhalle? Ja, Hall of Fame. Hall of Shame, wollte ich gerade sagen. Wenn du mir sagst, wo du stehst, sag ich, was da geht. Was da geht. Was ach, ich bin hier runtergekommen. Ah. Der sah auch schon von vornherein so aus, ein bisschen irgendwie, finde ich. Ja, hier bin ich vorne rein. Au. So. Also jetzt soll ich Bäume abholzen und wo? Brücke brauche ich. Ich dachte, du wolltest Eisen holen. Ja, ich wollte ja auch Eisen holen, aber ich habe keine Pickaxe mehr. Dann mach dir doch eine neue. Du hast doch Eisen geholt. Ich habe nur zwei Eisen. Ja, aber 6 habe ich da jetzt. Eisen. Ich habe nur 38 Eisen, alles gut. Oh, wo bist du? Ja, 38 Eisen gehabt, du Loser. Nee, er hat noch. Deswegen, hol mir mal ein bisschen Birke. Dann kann ich dir das Theater fertig machen. Gib die Birke frei! Eieiei! Birke ist das aus wie Schimmel. Birke ist das so aus wie Schimmel. Ja, Schimmel am Baum quasi. Schimmel am Baum! Schimmel am Baum! Schimmel am Baum! Und Bimmel am Baum! Das ist ja wie Shadow on the Wall! Schimmel am Baum! So. Ja. Das Leben hat uns wieder. Jetzt bin ich nur der als falle ich von meinem Haus runter her. Ich muss als aus rumlatschen, wenn der nahe komme. Das ist, weil es hier immer nur Nacht ist. Was ist denn hier los? Was ist das denn hier immer nur Nacht? Sag es doch mal. Was ist denn gleich ist hier los? Oh. Das geht schon leise, denke. Was haben wir nochmal die Wände gemacht? Ist es Akazie oder Buche? Leichen. Buche müsste es sein. Buche, Akazie. Eiche ist es. Eiche? Ich dachte, ach genau, die Wände sind dunkel, der Boden ist hell. Ja, wo finde ich die Birke eigentlich? Ich habe mal neue gepflanzt schon, aber die sind wahrscheinlich noch nicht gewachsen. Die sind noch nicht gewachsen, richtig, habe ich auch gesehen. Vielleicht noch nicht gewachsen. Vielleicht. Die sind noch nicht gewachsen. Vielleicht seid ihr auch beide einfach ein bisschen bescheuert. Bescheuert. Ich glaube, das ist nicht nur vielleicht, das ist sogar sehr wahrscheinlich so.
Bub ist scheiße. It's Christmas time, there's no need to be afraid. Gott, so spät wollen wir die Folge veröffentlichen. Ich bin jetzt einfach, ich hab jetzt einfach mal vermutet. Nein! Und es. Der ist realistisch. Oh. Was passiert? Oh, es war nicht Ambrosia, es war meine andere Diamantspitzhacke. Was ist mit der passiert? Die ist kaputt gegangen, die ist jetzt im Arsch. Ich glaub, nein! Achso. Hm. Wie schnell geht die kaputt? Das kommt auf die Stabilität an. Hält ja länger als Eisen, oder? Nein. Was kann die dann? Schön sein. Schön sein. Einfach nur schön sein. Und ein bisschen Obst. So schön sein auf dieser Welt. Die muss nur schön sein auf dieser Welt. Schön. So, jetzt gucken wir uns das doch mal an, wie das jetzt von unten aussieht. Das ist fatal, oder? So, das ist jetzt halt so ein richtiger Bunker hier, so ein richtiger Hafenbunker. Aber da muss jetzt irgendwie noch so ein bisschen oben eine Nuff oder so. Verstehen Sie? Ich bin wieder in dem Äther. Äther, Näther. Kete. Er ist bei der Kete Wohlfahrt. Oh, bring uns was mit. Ich oh, Kete Wohlfahrt, ich geh dann. Es ist wunderschön hier zu sein, ich möchte mich verabschieden. Aber ist doch alles gekommen. Richtig. Du kriegst doch gerade diese Blähung hier. Ich dachte, ich erzähl's euch mal. Wollte euch mal teilhaben lassen. So bin ich. Ja, gerne. Das ist immer auch wichtig, dass wir eine offene Kommunikation. Ja, wenn ich furze, dann ist der Arsch offen und es ist Kommunikation. Also ist das eine offene Kommunikation. Also jetzt wird's eh echte. Vertikal, scheißegal. Und Schaufeln sind hier auch noch. Ja, Schaufeln. Der Mann gibt wieder Rauchzeichen. Auch? Rauch. Zeichen weichen. Leichen. Lassen. Leck mich am Arsch. Geht da gerade ernsthaft eine Sonne auf? Ich dachte wirklich, wenn der Mond untergeht, geht auf der anderen Seite ein Mond auf. Aber es scheint ja echt mal Tag zu sein hier. Ich glaube, die Erde ist eine Scheibe und Mond. Oh, die Erde ist eine Scheide! Die drehen sich nur um sich selbst. Auf der einen Seite leuchtet es halt, auf der anderen Seite ist dunkel. Das ist wie violette Steine. Und in der Mitte ist ein Penis. Ja, aber die siehst du ja nicht. Warum? Das ist wie bei dir, wenn der Minecraft jemals eine Gravität bekommt, Mali. Gravität! Unterschätze niemals die Gravität! Gravität! Ja, gutes Thema. Ja, also ich. Hat eine Gravität. Und jetzt wissen Teil 2. Was ist denn nun mit der Gravität? Gravität! Das wäre sowas wie Apfel. Och ja, Newton! Wer ist der größte? ich wusste einer sieht weiter. Ah, schön. So, wie brenne ich jetzt hier was? Mit dem Eisen oder was? Eisen muss ich irgendwie brennen? Aber am besten, wenn du sparsam sein möchtest, immer achterweise. Oh, ein Stück 6. Kohle verbraucht, also kann 8 Eisen durchbrennen. Der hat das Übersetzungsverhältnis noch kennen. Gut, er macht das hauptberuflich, aber. Boah, ich habe jetzt einen Stick genommen. Das ist wahrscheinlich nicht so schlau. Tendenziell eher nein. Aber ich sag mal vom Ansatz her, nein. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt noch Kohle hin. Nein. Ja, vielleicht haben wir Schwarzpulver draus gemacht. Nein. Also, wir hatten noch kein Potassium mehr, ne? Und jetzt? Und jetzt sprengen wir das Hotel. Warum? Wir haben gar kein Hotel. Schade, aber es war lustig. Und ja. Wer ist hier? Warum explodiert das Hotel im Hintergrund? Stimmt der Timo dran schuld? Nein, der hat damit nichts zu tun. Der war gar nicht da. Johnny Depp oder Timo? Johnny Depp, der war nämlich gerade in Italien und hat Urlaub gemacht. Ach komm. Ja. Was ist ein Depp? Oh, weißt du das? Weißt du das? Sagst du den? Ja, ich hab das gesehen. Auf Facebook? Nee, im Fernsehen. Was? Ja. Let's talk. Ja. Wie heißt denn die Sendung? Was heißt die Sendung? The Tourist. Oh. Oh, schön. Möhrchen. Pose in der Möse. Oh, Champagner in der Möse. Boah. Na, da leckt der Atme aber auch wieder gerne. Kann man nochmal schlürfen.
das kacke. Was haben wir auch? Hoch erotische Themen heute. Nein! Auch? Ich freue mich, dass Sie hier mit Details anfangen wollen. Lassen Sie das. Ja, noch nur zwei Zuschauer, also keinen Zuschauer. Ja, es schreibt mir auch niemand im Chat. Ich habe den jetzt extra neben auf, dass, falls jemand mal spontan eine Frage stellt, ich die sofort beantworten kann, weil der Timo hat ja keine Kompetenz. Aber wann löst ihr das Gewinnspiel auf? Verdammt, da erinnert sich einer, dass es ein Gewinnspiel gab. Habt ihr es nie aufgelöst, oder was? Doch, natürlich haben wir das aufgelöst. Ja. Aber da haben welche noch Monate später sich beschwert. Obwohl wir sogar ein Video gemacht haben, wo wir das dann auflösen, den ganzen Kack. Und er hat ein extrem Problem, einen so guten Zufallsgenerator zu finden. Ja, der war ich aber ganz gut am Ende. Ja. Ich brauch Birke. Ich denke, wir haben alle vernommen, dass du ein Problem hast und da wird sich keiner drum kümmern, ja. Irgendjemand, also im Prinzip. Nein. Ja. Also im Grunde, ja. Also Prinzip, also nee. Also einfach, nee. Einfach nee. Ja. Na gut, okay. Warum ist da eigentlich, warum ist da ein in der Mitte unterbrochener Kackstift am Hafen? Ein Kackstift. Ein sogenannter. Das ist ein Wollstift. Das ist ja ein Wollstift. Manchmal nur. Gerade so, ein Kack. Diese ehrliche Freude ist so schön. Oh, Drumonymous stellt gerade eine interessante Frage. Im Chat sehe ich gerade, er fragt, wo findet man Eisen? Ja, lieber Drumonymous, jeder normale Mensch findet Eisen natürlich im Untergrund. Scheiße. Du nicht, denn du bist dumm. Lieber Gott, ich bin nicht dumm, denn ich kann es auch andersrum. Ja, ich weiß. Mit Ruth hat er jetzt erst kürzlich die Erfahrung gemacht. Andersrum konnte er vorher schon. Nee, habe ich nicht. Sag mal, Timo, wollen wir uns über irgendwas Niveauvolles unterhalten? Ja, ich bin am Zählen. Ich versuche hier ein bisschen Stil und Niveau reinzubringen und er zählt vor sich hin. Ja, nur der Timo zählt. Ihr zählt ja nicht. Du hast ja die Elektroinstallation gemacht in dem Schiff. Wie ist denn da das? Hast du das alles richtig dimensioniert? Ja, alles schön. Was ist ja, hab ich. Dimensioniert. Leck mich. Ich mach was das hauptberuflich. Ich hab das nicht aus Spaß gemacht. Was liegt mir auf so einem Schiff? Was? Was liegt mir auf so einem Schiff? Seife. Stone. Und was hat das für einen spezifischen... 318er Kernseife. Ruhe jetzt. Nächstes Thema. Okay. Ist ein M8. Mit 47er Snüffelstück-Anbindung. Oh, Snüffelstück. Anbindung. Mhm. Wird auch gefragt, wie machen Sie das mit der Snüffelstück-Anbindung? Sag ich ganz einfach, wir nehmen einen und binden ihn an. Das snüffelt dann ein Stück. Irgendwo bin ich auch stolz. Ein Schnüffelstück. Nein, dass jemand anderes Stück schnüffelt. Wer hat jetzt genau in deinem Stück geschnüffelt? Ach, schau mal, weiß hat man da mehr. Ja, ja, der ist ja immer gut informiert, wenn es um die Schnüffelstücke anderer Leute geht. Also da ist er. Ey, das ist Eisen. Das hat er gestoßen, sind reich. Ah, so. Herzlich willkommen zu ADHS TV. Ihr Moderator heute ist Atmer. Herzlich willkommen zu AIDS TV. Was? Da macht doch. Nee, also das finde ich jetzt echt ein bisschen geschmacklos von dir, Entschuldigung. Also es gibt viele Leute auf der Welt, denen es damit wirklich sehr, sehr schlecht geht, ja. Es gibt auch viele Leute, die mit ADHS TV. Die nuscheln aber nicht. Es gibt doch Leute, die hören auf einem Ohr. Also. Fuck you! Oh, Arschloch. GEMA. Nein. Nein? Dass sich die GEMA einschaltet, muss das Original klingen. Wie macht der Krankenwagen, der kommt, wenn dein Nintendo kaputt ist? Wie du. Achso. Das ist gut, aber kann ich das Klaus zahlen? Der war beim ersten Mal lustig, jetzt ist auch nicht mehr. Wer ist also, der von Seitenbach? Ach, Seitenbacher, Klaus Thaler! Ein Witz von Seitenbacher.
Ey, du hast deine Pointe versaut, jetzt schwitzt er nicht in meine rein. Na gut. Ich weiß schon, warum der Gruppenmaskottchen geworden ist. Was bin ich? Was bin ich? I-Beams des Maskottchen? Da kommt eigentlich dieser Trend mit diesen Beams und allem. Ich hab keine Ahnung. Diese Fong-Scheiße, ich hab keine Ahnung, was hier kommt. Ich habe eine Zeit lang hier versucht, jedem zu sagen, wer Fong sagt, wird von mir persönlich verprügelt, aber es nimmt keiner ernst. Ja, vielleicht solltest du es wirklich mal tun. Vielleicht solltest du einfach mal nach Wiesbaden kommen. Du bist schon für weniger Gefahr, du. Habt ihr eigentlich, wo ich hier A, E, O, E, A, O, E... Nein, wir sind keine Regisseure. Das neue Version von AOE gesehen? Den Remake? AOE 1, ja. Ja. Wäre schön, wenn sie einfach mal AOE 4 rausbringen könnten. Ja, aber Spellforce oder so soll ja so ähnlich sein. Spellforce ist halt Rollenspiel. Nee, aber es gab doch irgendeins, was jetzt so ein bisschen auch in die Richtung gehen soll. Nach links? Keine Ahnung. Echtzeitstrategie. Ja. Das Spellforce ist Echtzeitstrategie, aber hat auch Rollenspiel mit drin. Das ist schon immer so bei Spellforce. Die Serie ist wahrscheinlich älter als du. Das ist jetzt auch nicht so schwer. Habe ich auch nicht gesagt. Sind wir uns einig. Ja.